Herzlich willkommen bei 21 BauTV. Heute Betonage Spannbetonbrücke Bahnsteig 1 über BA oder in BA11 über der S-Bahn. Wie schon oft berichtet, aber für die neuen auf dem Kanal. Die S-Bahn soll kraftlos überbrückt werden, also keine Berührung mit dem neuen Tiefbahnhof. Deswegen werden hier Brücken gebaut und zwar Spannbetonbrücken. Und das Ganze wird in zwei Abschnitten betoniert und der zweite damit die Vervollständigung von Bahnsteig 1. Also man hat vielleicht gerade den Ton gehört vom Mischer oder von der Pumpe. Ein bisschen braucht es noch, aber die ist leer. Muss noch mal einer ran. Und wir nutzen die Gelegenheit und schwenken einfach mal zuerst über BA. Über Bahnsteig 1 in BAL. BA10 Seitenwand. Hier sind wir hinter Mischer. BA10 Seitenwand, die erste Schalungstafel ist dran. So, Mischer geht's. Holt noch einen Klecks. Ja. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit BA9 Seitenwand an. Die nächsten Spannkabel. Für die Fahrspuren 6, 7 und 8. Und wir schauen auch noch auf Notausgang Bahnsteig 4 Nord. Und zwar für alle, die neu auf dem Kanal sind, hier sehen wir zwei große Bögen. Das sind jeweils die Fahrspuren 4, 5 und 6, 7. Dazwischen ist ein Spalt als Notausgang, auch von Bahnsteig 3. Ich habe es am 3 gezeigt, weil 4 komme ich nicht ran. Und hier oben sehen wir dann den Ausgang, der bekommt gerade eine Schalung für, ich nenne es mal Einhausung. Wallbauwerk Nord auf BA1 kann man auch mal von hier anschauen. Das sieht nach Sturmschaden aus. Eine Hubsteige waren sie oben. Versuchen wir, ob ich da rankomme.
für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist die Webcam Bahndirektion Süd. Die zeigt uns den Bereich, den wir heute schön filmen. Ja, und hier oben, hoppla, gibt es auch noch ein bisschen Sturmschaden, beziehungsweise hat es Sturmschaden, gibt es noch ein bisschen Reparaturbedarf und wir schwenken schnell zurück. Bei der Gelegenheit danke für die Grüße von Patrick. Walder hat sie ausgerichtet. Und auch Dankeschön für René Carsten. Lustige Zahl und ist gleich in der Verarbeitung. So, wir haben es gehört, Signal. Das ist reicht. Ich lasse die Kamera noch ein bisschen stehen, sodass wir den Abbau der Pumpe beobachten können im Zeitraffer und sage schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Leute, da war ich wohl ein bisschen voreilig. Es geht weiter. Es sieht ja aus, als wird Bahnsteig 2 in BA10 betoniert. Das gibt heute lange Mittagspause für mich. Korrektur, nicht der Bahnsteig, sondern die Seitenwand, die Bahnsteigkante. Es ist ja immer ein kleiner Kanal, klein in Anführungszeichen. Der ist schon groß, aber für die Verhältnisse des Bahnhofsdrucks und also ein Kabelkanal an jedem Bahnsteig beidseitig. Deswegen gibt es kleine Seitenwände, die offensichtlich jetzt ausbetoniert werden, ausgegossen werden. Mittlerweile geht es an die dritte
Position für heute. Wie wir sehen, also es überrascht mich jetzt, sehr schön, können wir lange filmen. Im falschen Moment umschalten. Das ist schon wieder die nächste Position. Oder es ist Schluss. Mal schauen. Ich glaube, jetzt ist Feierabend. Jetzt nimmt er den Rest aus dem Rohr noch in den Mischer zurück